Die Milchschnitte hat 2023 eine neue limitierte Edition, nämlich Pfirsich. Also eine klassische Milchschnitte mit einem Herz aus Pfirsichcreme. Ob die was kann, wir finden es jetzt heraus. Willkommen bei Foodschau! Jan Forschmann hat das gesehen. Wir testen die neue limitierte Edition der Milchschnitte Pfirsich. Pfirsich, 2023 im Mai ist sie rausgekommen. Das ist also die neueste Edition. Es gab ja schon mal solche ähnlichen Fruchteditionen. Ich glaube nicht für die Milchschnitte direkt, man vergisst das auch bei diesen ganzen Tests. Es gab aber diese griechischen Joghurt-Editionen von der Milchschnitte. Und da gab es dann Berry und noch irgendwas. Und die Kinder-Pinguin, die kloppen es ja auch gerne mal mit Frucht voll und wird ja immer wieder mal probiert. Persönliche Vormeinung immer nur, wie ich es immer bei den Produkten hatte. Die haben eigentlich fast nie alle wirklich gut geschmeckt. Am besten war immer noch die klassische Version, muss man immer so sagen. Ja, 1,49 Euro kostet so eine Packung. Sind dann diese 5 Dinger. Gas bei Lidl, die haben das gerade in ihrem Aktionsregal. Wird aber in jedem anderen Supermarkt auch kommen. Macht euch da keinen Kopf, wenn ihr sie unbedingt probieren wollt. 28 Gramm hat dann so eine Milchschnitte. 1,49 Euro. Ihr könnt aber auch so ein Big Pack kaufen, gibt es nicht für die Sonderedition, wenn euch eine klassische Milchschnitte aufkaufen, müsst ihr aber aufpassen, weil in diesem Regal lagen nämlich auch die normalen Milchschnitten, wo drauf steht 4 plus eine für 1,49 Euro. 10 Stück sind aber auf den Kilopreis gerechnet 2,50 Euro billiger. Also diese 10er Packung ist meistens billiger als diese 5er plus 1 oder 4 plus 1, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Guckt da wirklich öfters mal auf den Kilopreis, ob sich das immer lohnt, so ein Paket zu kaufen, wenn ihr darauf Bock habt. Weil es ist nicht wirklich günstiger. Dieses Plus 1 suggeriert euch das nur, dass es günstiger ist. Wir gucken jetzt aber mal drauf, was ist denn in dieser Milchschnitte eigentlich drin? Wir bekommen ja also eine Milchcremeschnitte mit, ist immer schön, vorne heißt es Milchschnitte und hinten ist es eine Milchcremeschnitte, mit Pfirsichzubereitung. Zutaten sind frische Vollmilch, Palmöl, Zucker, dann kommt die Pfirsichzubereitung. Die beträgt 14% insgesamt, besteht aber aus 48% Pfirsichpüree, zusätzlich dann aus Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel, Pektine, Säugungsämmergluten, Zitronensäure und nochmal Aroma, das wird dann Pfirsicharoma sein. Also, wird ein Aroma sein, was nach Pfirsich schmeckt. Steht ja nicht drauf, dass es ein natürliches ist. Also kann es auch ein künstliches sein oder irgendwas völlig anderes. Dann Weizenmilch, Magermilchpulver, Honig, Volleipulver, Butterreinfett, fettarmer Kakao, Weizenkleie. Dann kommen die Backtriebmittel, um das Ding aufzubacken. Salz und noch ein bisschen Aroma. Hat dann 403 Kalorien auf 100 Gramm, auf die ganze Schnitte 113. Zucker hat 31,8 oder 8,9 auf die Schnitte. Ja, passt. Und Protein brauchst du nicht drüber reden. Guck ich mal ganz kurz auf die Variante. Ist das hier wirklich großartig anders? Es ist wirklich die Standardzutat, ist auch. Aber hier sind es dann 40% Vollmilch. Hier waren es nur 36. Ja, guck mal. In der Originalvariante hast du halt mehr Vollmilch. Okay, ist ja noch diese Schicht im Inneren drin, die das wieder so ein bisschen wegnimmt. Aber hier ist auch mehr Honig enthalten in der Originalvariante. Es ist mehr Magermilchpulver enthalten. Ja, es ist auch zusätzlich. Gucken wir mal auf die Kalorien. Hat aber mehr Kalorien, die Variante hier. Jo, die hat, 4 Kalorien mehr. Das ist jetzt nicht die Welt, aber hat fast 2 Gramm weniger Zucker. Ja, muss man auch mal drauf gucken. Schadet immer nicht. Also Rezeptur wirklich auch angepasst und verändert. Aber ich finde halt schade, dass das Produkt halt mit Magermilch und Co. wirbt. Und dann ist auch, die zweite Zutat ist halt Palmfett. Also an sich ist es wie ein Oreo, muss man fast sagen. Der besteht ja eigentlich nur aus Palmfett. Mal gucken. Ich schneide jetzt für euch auf, zeige es euch in der Nahaufnahme und dann bin ich mal gespannt, ob die schmeckt. Ja, und hier ist sie jetzt, die Milchschnitte Pfirsich. Wir sehen also einmal aufgeschnitten, einen Pfirsichkern, der aber auch rausgequetscht kommt. Das hier ist nicht irgendwie angeschnitten, das ist das Ende der Milchschnitte. Also die scheint wohl auf so einer langen Straße einfach durchzufahren. Die ist also nicht speziell reingespritzt, weil man sieht das hier, hinten sieht man sie auch. Also sie ist komplett vorhanden. Sonst klassische Milchschnitte, das kennt ihr von der Optik, also dieser fluffige Teig, dazwischen diese Milchcreme oder Milchfettcreme. Und dann kommt diese Pfirsichschicht. Die ist aber nicht sehr, sehr dick, muss man sagen, die ist wirklich sehr, sehr dünn, aber das kann ja schon ausreichen. Es riecht auch ein bisschen nach Pfirsich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Geschmack auch passt. Darum gehen wir direkt ins Probieren der Milchschnitte Pfirsich. Und jetzt werden wir sie probieren. Ich bin gespannt, ob sie wirklich überzeugen kann. Sie hat halt einen Pfirsichgeruch, er riecht aber ein bisschen drüber. Also ich esse gerne Pfirsich-Maracuja und ich habe auch Produkte wirklich, wo nur Pfirsich-Maracuja drin ist. Also das ist zum Beispiel Joghurt, den ich kaufe. Da ist eine Pfirsich-Maracuja-Zubereitung drin, die ist aber nur aus Pfirsich-Maracuja. Da ist kein Zucker zugesetzt oder sonstiges. Es ist einfach nur Pfirsich-Maracuja, was da reingerührt wird. Das ist jetzt so einen ganz leicht künstlichen und leicht vergorenen Geruch.
Das ist passiert schnell bei diesen Produkten. Bei Mango Maracuja muss man immer aufpassen. Das kann schnell in diese leichte vergorene Geschichtung abdriften vom Geruch und auch vom Geschmack. Viele kennen aber gar keinen anderen Geschmack. Darum ist das für die meistens ganz normal. Ich finde das dann aber ein bisschen speziell, weiß gar nicht, wie das Originalprodukt schmeckt. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie sie es geschmacklich umgesetzt haben. Ja. Also, es ist drüber. Es ist zu viel. Es ist kein natürlicher Pfirsichgeschmack. Du schmeckst sofort beim Draufbeißen, im ersten Moment denkst du, okay, Pfirsich, aber dann entwickelt sich dieser Geschmack im Mund. Es kommt eine sehr heftige Süße. Und dann kommt, jetzt hast du die ganze Zeit diesen Pfirsich-Maracuja, sage ich schon, diesen Pfirsichgeschmack im Mund. Aber du schmeckst halt, dass das ist nicht normal. Also wenn du richtig, ess mal einen Pfirsich oder mal eine richtig frische Zubereitung, eine gute Zubereitung davon und dann beiß hier rein. Du schmeckst sofort diesen Unterschied. Das ist dieser Industrie-Pfirsich-Geschmack. Wir mögen einige, für mich ist er gar nichts persönlich. Also ich finde das überhaupt nicht geil vom Grundgeschmack. Da bin ich froh, dass es die normale Milchschnitte einfach gibt, weil die schmeckt, finde ich, weitaus besser. So, jetzt ist dieser Moment, wo es noch normal schmeckt. Und jetzt fängt es an. Jetzt wird süß auf der Zunge und immer süßer. Und jetzt kommt dieser Aromageschmack immer mehr durch, der da drin ist. Und dann schmeckt es halt nicht mehr nach echten Pfirsich, sondern nach Industriepfirsich. Das ist halt Geschmackssache. Also für mich ist es gar nichts. Also weil es halt nichts mit dem Original zu tun hat, außer im ersten Moment. Aber hätte man vielleicht das Aroma und so rausgelassen, vielleicht ein bisschen weniger Zucker dran, sondern wirklich, macht doch Pfirsich rein. Ist völlig okay, ihr müsst ja nicht tausende von Zusatzstoffen reinmachen. Natürlich macht es billiger. Je mehr Pfirsich drin ist, desto teurer wird es natürlich. Aber Zucker, Glukosesirup, der Säurungsemulgator und das Aroma. Also es ist zu viel Zucker, es ist zu viel Aroma und macht das Produkt so ein bisschen kaputt, wenn du den natürlichen Geschmack, ich habe das jetzt mehrmals gesagt, nicht kennst. Wenn ihr aber diesen Industrie-Joghurt-Geschmack mögt, also ihr kauft euch gerne mal Pfirsich-Maracuja-Joghurt von, keine Ahnung, Zott und Lidl und all die Eigenmarken, das schmeckt alles genauso. Dann sagt ihr, boah, lecker, geil, schmeckt genauso, wie ich es kenne von meinen Joghurtprodukten. Wenn ihr aber den natürlichen Geschmack von Pfirsich oder Pfirsich-Maracuja, Mango-Maracuja, was es da alles gibt, kennt, dann merkt ihr sofort, das passt nicht ganz. Das passiert mir leider sehr, sehr oft, aber das ist halt, was ich privat esse, ist immer was anderes, als was ich auch teste. Finde ich schade, finde ich sehr mittelmäßig dadurch das Produkt. Würde ich mir nicht persönlich kaufen, würde ich auch nicht weiterempfehlen. Ich weiß aber, dass es eine gewisse Zielgruppe treffen wird. Darum kriegt es aber von mir trotzdem, obwohl das jetzt hart ist, nur maximal 2 Punkte. Aber wir sprechen hier über Geschmack und das ist nicht der echte Geschmack. Also wenn ihr die Alternative habt, kauft euch einfach eine Milchschnitte. Die schmeckt lecker. Die limitierte Edition ist teurer. Aber ist jetzt auch nicht so geil. Also, dann esst lieber eine Milchschnitte und esst danach noch einen richtigen Pfirsich. Da habt ihr geschmacklich mehr von. Kommt dann meistens auch günstiger bei weg. Es tut mir immer leid, ich will manche Sachen nicht unbedingt so negativ bewerten. Das ist für mich auch immer, mir tut das selber manchmal weh, Produkte härter zu bewerten oder so, solche Aussagen dann zu tätigen. Aber es ist halt nicht der Geschmack, der getroffen werden sollte. Es ist künstlicher Geschmack. Es ist zwar Pfirsich drin, aber das künstlich überwiegt. Und das ist scheiße. Ist einfach so. Sorry. Wenn es euch aber schmeckt, ist es super, wenn das euer Lieblingsprodukt ist. Aber wenn ihr das gar nicht mehr gewohnt habt und sagt, hey, das schmeckt, würde ich euch wirklich mal bitten oder auch raten, kauft euch mal mehr natürliche Produkte und isst davon mal eine Zeit lang was. Und dann probiert nochmal so ein Produkt. Zum Beispiel esst mal eine Woche lang jeden Tag ein bisschen Pfirsich. Wenn es nur ein halber ist, kauft euch mal 4, 5 Pfirsiche, esst jeden Tag so einen halben Pfirsich und probiert dann nochmal dieses Produkt. Und ihr werdet sofort merken, das schmeckt nicht mehr so, wie ihr eigentlich Pfirsich im Kopf habt. Weil der echte Pfirsich anders schmeckt. Schade. Aber dafür mache ich die Tests ja auch. Und ich kann nicht alles abfeiern. Das war noch nie mein Ding. Werde ich auch nie machen. Ich werde immer dabei bleiben, Sachen zu kritisieren, wenn ich was finde, was negativ dran ist. Und hier ist es leider der Pfirsichgeschmack. Darum, entweder kauft euch einen Pfirsich oder esst die normale Milchschnitte. Schmeckt in der Einzelvarianten alles besser. Also, danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.